es geht um Dokumentieren und Beobachten in Kindergarten und Kita. Dadurch, dass ich als Online-Redakteurin für den Betzold-Blog hauptsächlich mit dem Schreiben von Beiträgen beschäftigt bin und auch der ein oder anderen Bastelarbeit, möchte ich mich auf das Schreiben konzentrieren. Also wie kann Schreiben am besten in den Alltag integriert werden? Welche Stolpersteine gibt es vielleicht auch beim Verfassen von Beobachtungen oder auch von Lerngeschichten? Doch zunächst natürlich die Frage, wo ist das alles festgehalten? Wer sagt das eigentlich, dass beobachtet und dokumentiert werden sollte? Das ist einmal festgehalten in den Bildungsplänen der Länder. Wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, es ist Beobachten und Dokumentieren ist ein großer Teil der Bildungs- und Erziehungspartnerschaften, die zwischen den Einrichtungen und den Sorgeberechtigten bestehen. Und Dokumentationen, wenn man jetzt von den Lerngeschichten ausgeht, sind auch eine Art externes Gedächtnis, werden ins Portfolio eingearbeitet und dienen Kindern dazu und auch den Sorgeberechtigten, sich an gewisse Dinge vielleicht zu erinnern oder noch einmal drüber zu sprechen, was eben genau im Kindergarten passiert ist. Sie sind Werkzeug für die pädagogische Arbeit, gerade wenn es um Projektarbeit geht, können Beobachtungen dabei helfen, wie der weitere Projektfortgang passieren soll. Sind die Kinder noch interessiert an dem, was geplant ist? Kann man vielleicht etwas am Projektablauf ändern? Und wenn man jetzt die Beobachtung auch im Vorfeld von möglichen Elterngesprächen sieht, geben sie auch einen transparenten Einblick in die pädagogische Arbeit. Was passiert eigentlich im Kindergarten? Die Eltern sind außer in Phasen der Eingewöhnung oder während einer Hospitation in den seltensten Fällen live dabei. Dementsprechend geben eben solche Dokumentationen einen Einblick in das, was da passiert. Und warum beobachtet? Warum wird eigentlich beobachtet? Aus den eben genannten Gründen, ja. Aber im Zentrum des Ganzen steht natürlich das Kind. Der Fokus liegt auf dem Kind, der Fokus liegt auf den Stärken des Kindes, auf Kompetenzen, die herausgearbeitet werden, auf Ressourcen, die das Kind hat. Es geht eben nicht darum, Schwächen festzuhalten, sondern das Kind in dem zu bestärken, was es kann und was es auch noch lernen kann. Die Lernbereitschaft wird festgehalten. Und auch Lernwege werden greifbar gemacht, die vielleicht vorher abstrakt irgendwo im Hinterkopf der Fachkräfte herumgeschwirrt sind. Aber durch solche Dokumentationen, ja, wird es greifbar, wird es nachlesbar und auch im Team passiert Austausch über die Lernwege der einzelnen Kinder. Wie wird beobachtet? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann das Ganze systematisch strukturiert passieren. Ganz gezielt werden Situationen herbeigeführt und es werden auch standardisierte Beobachtungsbögen verwendet. Oder man geht etwas freier an die Sache heran und entscheidet sich, ist es eine teilnehmende Beobachtung oder bleibe ich außen vor? All das kann im Vorfeld geplant werden oder eben auch aus einer spontanen Situation heraus entstehen, dass etwas Bestimmtes im Alltag passiert und Erzieherin oder Erzieher die Chance nutzt und daraus eine Beobachtung mit anschließender Dokumentation anfertigt oder eine Lerngeschichte, in der das Ganze nochmal ein wenig kreativer und freier ausformuliert wird. Jetzt geht es um das Wann. Das Wann ist sicherlich im Alltag oft schwierig. Beobachtungen benötigen Zeit. Wenn sich eine Fachkraft auf ein Kind konzentriert, kann er oder sie eben nicht zeitgleich den Rest der Gruppe im Blick haben oder sich darauf konzentrieren. Und dementsprechend bedarf es einiger Planung und diese Fachkraft, die die Beobachtung durchführt, sollte eben ihren Fokus auf genau das setzen. Wie eben schon gesagt, es können gezielt Situationen herbeigeführt werden, je nachdem, welche Kompetenzen man in den Vordergrund stellen möchte oder eben eine spontane Situation, wenn wie auf dem Bild hier zu sehen ein
umgestürzter Baum verarztet wird. Auch das kann Teil einer Beobachtung sein. Das Ganze sollte in regelmäßigen Abständen passieren, damit Lernfortschritte und auch der Lernweg dokumentiert sind und man daraus auch pädagogische Ableitungen treffen kann. Aber es läuft natürlich nicht immer alles glatt. Es gibt häufige Stolpersteine während einer solchen Beobachtungsphase oder Dokumentationsphase. Vor allen Dingen, was die Dokumentation im Nachgang angeht. Das wäre jetzt quasi der Mittelteil meiner Präsentation. Natürlich sollte es so sein, dass Beobachtungen so neutral wie möglich gehalten werden. Ist das immer möglich? Nein. Warum? Darüber können wir gleich sprechen. Wichtig ist, um auch der Stimme der Kinder Ausdruck zu verleihen, dass mit Zitaten gearbeitet wird. Das Erlebte wird durch Erzieherinnen oder Erzieher eben nicht übertragen, niedergeschrieben, sondern kann mit einem wörtlichen Zitat in Beobachtung oder in der Dokumentation oder auch in der Lerngeschichte festgehalten werden, um dem Kind ja seine eigene Stimme zu verleihen. Und somit wird auch die Individualität ganz klar herausgearbeitet, die jeder in sich trägt. Die folgenden Stolpersteine, die ich jetzt vorstellen muss, es ist ganz wichtig, dass man sich derer bewusst ist, sicher nicht nur bezogen auf Beobachtung und Dokumentation. Es sind Dinge, die einem im Alltag immer wieder begegnen, sicher nicht nur im pädagogischen Alltag, auch außerhalb. Und deshalb möchte ich die an dieser Stelle vorstellen, weil wenn das Bewusstsein über diese Stolpersteine vorhanden ist, ist es leichter, ihnen aus dem Weg zu gehen. Es gibt zum einen den Halo-Effekt. Hier geht es darum, dass ja, das Ganze quasi wie ein Heiligenschein wird eine einzelne Eigenschaft oder ein Merkmal, eine Situation herausgenommen, die dann eben wie ein Heiligenschein das Gesamtbild quasi überstrahlt. Es ist ein sehr beeinflussender Faktor und je nachdem, wie ausgeprägt diese Eigenschaft ist, ist es nicht so leicht, da rauszukommen aus diesem Effekt. Und dementsprechend ist es umso schwerer, objektiv in der Dokumentation zu bleiben. Es gibt auch den Referenzeffekt. Da ist es so, dass man zwar vorher das Kind schon mit allen Facetten aufgenommen hat und sich dessen bewusst ist, wer dieses Kind ist und was es kann. Nur während der Beobachtung oder kurz vorher passiert etwas, was als später eingehende Information alles andere überlagert. Auch hier ein wenig vom Halo-Effekt, wobei der Referenzeffekt sich wirklich auf eine spezielle Situation bezieht, die später eingeht als alle bisher gesammelten. Weiter gibt es den Rosenthal-Effekt, den ich persönlich sehr interessant finde. Da geht es nämlich um die eigene Erwartungshaltung. Es geht um die eigene Erwartungshaltung an die zu beobachtende Situation und das Kind an sich. Welche Erwartungen habe ich daran? Erwarte ich, dass das Kind gleich lacht oder gleich weint? Erwarte ich, dass irgendetwas anderes passiert? Und durch den Rosenthal-Effekt kann es sein, dass der Beobachter oder die Beobachtende unterbewusst den Verlauf der Beobachtung beeinflusst, damit eben genau diese Erwartungshaltung erfüllt wird. Was natürlich die komplette Beobachtung in Frage stellt. Es gibt den Milde-Strenge-Effekt. Auch der ist verbreitet. Gibt es Kinder, die mit Schicksalsschlägen zu kämpfen haben, dann kann es sein, dass in der Beobachtung in Anführungszeichen milde die Beobachtung überlagert. Oder es gibt einen Strenge-Effekt, weil man ein gewisses Bild hat und dementsprechend eine strengere Beobachtung oder eine strengere Interpretation an die Beobachtung anwendet. Natürlich gibt es außerhalb dieser Effekte, dieser psychologischen
Dinge, die Beobachtungen beeinflussen können, auch ganz, ganz banale Geschichten, die sich auf das Beobachten und auf das Dokumentieren auswirken können. Gibt es Konflikte im eigenen Leben? Gibt es Konflikte, die einen belasten? Kann ich die an dieser Stelle ausblenden? Bin ich müde? Bin ich fit? Bin ich heute vielleicht gereizt? Habe ich Hunger? Gibt es eine gewisse Antipathie oder Sympathie dem beobachteten Kind gegenüber? Auch davon kann sich niemand komplett frei machen. Es ist wichtig, auch diese weiteren Einflussfaktoren zu kennen, um sachlich an eine Dokumentation und an die Beobachtung heranzugehen. Ein Austausch mit Kollegen kann an dieser Stelle sehr viel bewirken, weil andere Perspektiven eingenommen werden und man sich möglicher Einflussfaktoren vielleicht in dem Moment erst bewusst wird. Daher jetzt die Frage, wie vermeide ich diese beeinflussenden Faktoren? Erkenne ich die Beobachtungsfehler selbst? Brauche ich Input von außen? Es ist zunächst wichtig, alle Faktoren zu kennen, die meine Beobachtung beeinflussen können und die vielleicht auch in meine Dokumentation einfließen. Auch sollte vermieden werden, vor allen Dingen, wenn man an den ersten Teil der Dokumentation herangeht, ich habe die Beobachtung gemacht, ich habe mir Notizen gemacht und diese ersten Notizen sind sachlich. Zitate werden mit eingearbeitet, aber es wird nicht gewertet und an diesem Punkt wird auch nicht interpretiert. Man bleibt ganz nah an der Beobachtung. Man sollte vorurteilsfrei sein und an die Sache herangehen. Viele Menschen tragen eigene Vorurteile mit sich und ein offener Umgang mit diesen eigenen Wahrnehmungen wirkt dem entgegen. Welche Vorurteile habe ich? Kann ich daran arbeiten? Auch hier ist die Reflexion des eigenen Inneren ganz, ganz wichtig. Dementsprechend auch die eigene Subjektivität im Blick haben. Drücke ich mich gerade subjektiv aus oder bin ich so objektiv, wie es die Situation erfordert? Um den Primäreffekt und den Referenzeffekt auszumerzen, ist es natürlich auch ganz wichtig, das ganzheitliche, also das holistische, ausgewogene Bild des Kindes im Kopf zu haben und einzelne Entwicklungsschritte, die vielleicht aus anderen Beobachtungen und vorhergehenden Dokumentationen vorhanden sind, eben dort mit einzubeziehen, um diese Lernentwicklung auch aufzuzeigen, die persönliche Entwicklung aufzuzeigen, die Kinder im Kindergarten und Kita jeden Tag vollziehen. Regelmäßige Notizen, Schreiben hilft. Kurze Notizen sollten ja auch Teil des Alltags sein, sind sicher auch Teil des Alltags, um eben nicht nur auf die eine Situation bezogen an der Bildungsdokumentation zu arbeiten, sondern alles im Blick zu haben. Wenn es dann ans Schreiben geht, auch an den Aufbau, gibt es kleine Hilfestellungen, wie zum Beispiel einen Beobachtungsblock, in dem ganz klar aufgegliedert ist, Angaben zum Kind, welches Kind beobachte ich gerade, in welcher Situation befinde ich mich gerade. Der Name der Fachkraft sollte darauf beschrieben sein, das Datum, um eben auch den zeitlichen Verlauf festzuhalten. Dann kann dort ebenfalls diese sachliche Schilderung mit einfließen, eben in ganz klaren Worten, was passiert hier gerade, wer ist daran beteiligt. Die Schilderung wird im Präsens verfasst, also immer in der Gegenwart. Und die Interpretation, die dann eben auch mögliche Förderziele mit einbezieht, die passiert im Nachgang, kann auch zeitlich versetzt passieren, vielleicht auch nach einem Austausch mit Kolleginnen oder Kollege. Und dort geht es dann eben darum, quasi den Perspektivwechsel zu vollziehen und auch Dinge in dieser Dokumentation zu erklären oder zu interpretieren, die auf den ersten Blick vielleicht keinen Sinn für
den Beobachter oder die Beobachterin gemacht haben, sondern sinnvoll aus Sicht des Kindes waren. Und eben diesen Perspektivwechsel, der kann an dieser Stelle vollzogen werden. Förderziele können dementsprechend mit einbezogen werden. Auch das ist ganz wichtig, gerade wenn es um zum Beispiel kognitive oder emotionale Entwicklungsschritte geht, um einfach zu schauen, wie man das Kind am besten auf seinem weiteren Lern- und Entwicklungsweg begleiten kann. Und ganz klar, gerade im Vorfeld von Elterngesprächen macht es vielleicht nochmal Sinn, die ein oder andere Beobachtung mit den jeweiligen Kindern durchzuführen. Allerdings sollte ein Elterngespräch natürlich nie der einzige Grund für Beobachtungen sein. Diese können über das ganze Jahr verteilt immer wieder, je nach personeller Situation, in den Alltag eingestreut werden. Vorhin habe ich auch die Lerngeschichten erwähnt. Das ist eine andere Form der Dokumentation. Abseits eines Beobachtungsblocks wird bei den Lerngeschichten ein wenig kreativer an die Sache herangegangen. Es wird eine Situation herausgenommen und in einfacher Sprache an das Kind gerichtet wiedergegeben. Es ist eine Art Brief, der geschrieben wird. Was vielleicht die ersten paar Male, wenn man es macht, sogar ein wenig schwieriger ist als dieses sachliche Aufschreiben einer Beobachtung und die Interpretation im Nachgang. Die Lerngeschichte passiert auf ganz, ganz persönlicher Basis. Wie gesagt, es ist ein Brief, der an das Kind gerichtet ist und in dem zuerst eine Situation beschrieben wird. Zum Beispiel haben wir im Blog das ein oder andere Beispiel. Da geht es dann um einen kleinen Jungen, der Muscheln mag und dann eine Muschel zur Ansicht mit in den Kindergarten bringt. Die Erzieherin, die diesen Text geschrieben hat, beschreibt die Situation. Du hast die Muschel mit in den Kindergarten gebracht. Wir haben uns alle sehr gefreut. Und dann kommt eben ein anderes Kind und möchte mit deiner Muschel spielen. Und dann geht es im Nachgang darum, dass in der Situation geteilt wird, dass das etwas Besonderes ist, wenn man mit anderen teilt und sich beide an diesem mitgebrachten Ding erfreuen. Die Stärken des Kindes werden durch kreatives Schreiben in den Vordergrund gestellt. Und am Ende der Geschichte wird auch ein Ausblick auf neue, weitere Abenteuer gegeben, so dass auch für das Kind diese Situation einer kleinen Reise gleicht. Und es hilft eben auch dabei, das so aufzuschreiben, damit sich das Kind im Nachgang immer wieder an diese Situation, an diese schöne Situation erinnern kann. Aber nicht jedem fällt Schreiben leicht. Auch ich werde ab und zu von der Schreibblockade geplagt. Und sicher ist es nicht einfach, Schreiben in den Alltag zu integrieren. Deshalb ist einer der einfachsten Wege, einer Schreibblockade entgegenzuwirken, Routinen zu entwickeln. Kürzere Beobachtungen und Dokumentationen sind nicht unbedingt einfacher zu schreiben. Allerdings ist es nicht diese Art von kreativem Text, der vielleicht bei einer Lerngeschichte gefordert ist. Das heißt, hier ist es einfacher, diese Routinen zu entwickeln. Man hat seinen Beobachtungsbogen, in dem die vorgegebenen Felder frei sind, die dann gefüllt werden durch das Einstellen von Terminen auf die einzelnen Kinder bezogen oder auf die Gruppe bezogen, kann in gewissen Intervallen immer wieder geschrieben werden. Auch bei Lerngeschichten entwickelt sich diese Routine nach einer Zeit. Und wenn man dann erstmal am Schreibtisch sitzt, stellt man vielleicht fest, ich brauche einen Tapetenwechsel. Am Schreibtisch kann ich nicht schreiben. So geht es mir übrigens manchmal. Und dann sucht man sich den besten Platz, um zu schreiben, um das, was man beobachtet hat, in Worte zu fassen. Tapetenwechsel muss nicht unbedingt nur drin passieren. Sauerstoff hilft auch. Entweder man setzt sich
raus und schreibt. Oder man macht einfach einen kurzen Spaziergang. Auch das ist möglich. 20 Minuten, wie ich immer sage, das Hirn durchlüften und schon hat man einen anderen Blick auf das, was da geschrieben wird. Meine Lieblingsmethode, gerade für, wenn es um die Lerngeschichten zum Beispiel geht, ist das Sammeln. Und zwar ist das eine Art Brainstorming, das man mit sich selbst austrägt. Man sammelt unterschiedliche Begriffe, die zu der Situation passen. Wenn es jetzt um die Muscheln geht, dann kann das Meer mit eingearbeitet werden oder der Strand, solche Geschichten. Es können Begriffe sein, die genau mit diesem Kind in Verbindung gebracht werden. Eine Alliteration kann helfen beim Sammeln, der fröhliche Felix, solche Geschichten. Wobei da natürlich wieder aufgepasst werden muss, dass man nicht in die Falle, in einen der Effekte reinrutscht und der fröhliche Felix alles andere überlagert. Dementsprechend ist Sammeln eine wirklich gute Methode. Man bildet Assoziationsketten und kann dann aus diesem Wortwust, der vor einem liegt, einzelne Worte herauspicken und aus denen Sätze bauen oder einen Ablauf bauen, je nachdem, wie zum Beispiel die Lerngeschichte aufgebaut werden soll. Hat man Begriffe, die man in den vorderen Teil hineinpackt, dann Begriffe, die in den Mittelteil hineinkommen und Begriffe für diesen Ausblick, der am Ende steht. Nicht, dass ich hier jemand zum Snacken verführen möchte, aber wenn gar nichts anderes mehr hilft, Schokolade oder irgendetwas anderes, was Endorphine ausschüttet in einem in Form von Snacks, geht eigentlich immer und ist auch bei mir meistens die letzte Hilfe. Natürlich habe ich gesagt, ich spreche über den Blog. Wer noch mehr Impulse, Tipps, Bastelideen oder Ähnliches braucht oder möchte, der kann immer bei uns im Kindergartenblog vorbeischauen und natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Betzold TV, unserem Facebook-Kanal, auf Instagram und auf Pinterest. Wir haben da ganz viel im Angebot. Und jetzt habe ich leider keine 45 Minuten gebraucht und bin dementsprechend schon fertig mit meiner Präsentation und würde zurück ins Studio kommen. Jetzt hast du mich ja kurz überrascht. Ich habe es gemerkt. Ich hatte mein Eis schon aufgegessen. Das ist gut. Vielen herzlichen Dank, Janine, für deinen Vortrag. Tatsächlich habe ich gar keine Frage, die ich weiterleiten kann. Der Chat hat sich fröhlich gegenseitig ausgetauscht und Tipps gegeben und Ideen geschrieben. Eine konkrete Frage habe ich jetzt nicht. Ich hoffe, du bist nicht böse. Ich bin überhaupt nicht böse. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, ich habe alle Fragen beantwortet, schon im Vorfeld. Und freue mich, dass der Austausch so rege passiert ist im Chat. Das ist sehr schön. Dann ja, bedanke ich mich, dass du heute bei uns warst. Wünsche noch ein schönes Restwochenende und dann sehen wir uns irgendwann wieder hier im Büro vielleicht. Davon gehe ich aus. Euch allen auch ein schönes Wochenende und noch viele weitere tolle Impulse für die Praxis.